drückt ihr das mal direkt in die Hand. So, thematisch passender könnte es nicht sein heute Abend. Ich freue mich, dass ihr da seid. Es hat Spaß gemacht. Stell dich mal der Reihe nach vor. Du bist Sean, du bist der Regisseur, du hast deine Jungs mitgebracht. Erstmal ein Selfie. Genau, also ich bin Sean Wu, bin der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent des Films. Und sag erstmal danke für den Applaus. Echt überwältigender Applaus gerade, freut mich sehr. Ich gebe das Mikro mal weiter an meine Teamkollegen. Ja, hallo, ich bin der Thomas Söpper. Ich habe bei dem Film Script Continuity gemacht und die Klappe bedient und mich noch so ein bisschen um verschiedene Kinoveranstaltungen nebenher gekümmert. Das war es eigentlich schon. Ja, ich bin Alexander Dolgi. Ich war bei dem Team für die 3D-Effekte dabei. Ja, ich bin René Eschke. Ich habe den ganzen Spaß dokumentiert, das heißt Making-of-Cam mit dahergerannt und so viele Fotos geschossen wie noch nie in meinem Leben zuvor. Hallo, ich bin Patrick Sweet. Ich habe ein bisschen bei der Produktionsleitung geholfen mit Yannick Siebert, Öpern und Patrick Müller und auch ein paar Fotos gemacht. Jetzt reichen wir das Mikrofon einmal wieder zurück, genau. Ja, also es freut uns, dass ihr da seid. Ganz kurz habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, dadurch ist natürlich komplett ausverkauft ist und wir das möglichst vielen Leuten zur Verfügung stellen wollen. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, haben wir hier Kameras mitlaufen, Sound und so weiter, damit wir das Ganze hier aufnehmen können. Wofür ich mich entschuldigen muss, ist, dass wir an einer technischen Hochschule nur 2 Funkmikrofone haben. Naja, also zum Thema. Du hast mit Vidan, das ist dein Kollege, habt ihr T7 Production gegründet. Der ist heute leider krank, der wollte auch kommen. Wie ist das gekommen? Wann habt ihr es gegründet? Wie habt ihr euch kennengelernt? War das euer erstes Projekt? Also Vidan Tran ist mein Filmpartner. Wir haben uns im Studium hier in der FH Aachen, Kommunikationsland, kennengelernt und angefangen zusammen Filme zu machen. Wir haben halt gemerkt, dass wir total gut zusammen funktionieren. Und er hat jetzt auch einen wichtigen Teil bei diesem Film mitgemacht, also vor allem die Choreografie der Kämpfe und die Pre-Visualization und auch in der Produktion geholfen. Und wir haben halt in der FH selber diverse Kurzfilme und Musikvideos gedreht, auch vor diesem Film. Ja, das heißt, dass besonders hier natürlich es Hand in Hand gearbeitet hat, du als Regisseur, er als quasi als Stunt-Choreograf, wenn man so möchte. Action-Regisseur. Die Action vor allem, genau. Ja, woher kam die ursprüngliche Idee oder diese Faszination jetzt für Star Wars und Darth Maul im Speziellen? Das ist ja irgendwie, Episode 1 ist ja unter Fans irgendwie weitestgehend verhasst. Ja. Richtig. Da ist es verblüffend, dass ausgerechnet der jetzt einen eigenen Kurzfilm bekommt. Ja, ich würde mal sagen, Darth Maul war einer der wenigen Lichtblicke des Films. Und also für mich ist Star Wars halt der Grund gewesen, mich für Filme machen zu interessieren. Also schon in der Grundschule hat mich Star Wars gefesselt und hat mir da schon gesagt, was ich mit meinem Leben machen soll. Und deswegen war es klar, dass ich einen Star Wars Film drehen muss irgendwann. Ich habe auch schon früher in der Schulzeit sowas gedreht, ganz, ganz billig. Und Darth Maul kam einerseits daher, weil es eben eine Figur ist, die in den Filmen, im Film sehr cool war, wie einer der wenigen wirklich positiven Elemente, aber unserer Meinung nach zu kurz gekommen ist. Und deshalb wollten wir ihm hier mal eine Bühne geben, wo er nochmal richtig zeigen kann, was er drauf hat. Ja, das habt ihr, glaube ich, einzigartig hinbekommen. Da hattet ihr auch offenbar sehr viel Glück bei der Wahl eures Hauptdarstellers. Wie seid denn den eigentlich rangekommen? Genau, das wäre nämlich der zweite Punkt, warum wir Darth Maul gewählt haben. Ben Schammer, der Darth Maul spielt, ist ein guter Kumpel von Vidan und mir und der ist schon seit Jahren als Darth Maul so in der Cosplayer-Szene unterwegs und tritt auf Conventions auf und sowas. Und er verkörpert diese Figur so unglaublich detailgetreu, also auch von der Mimik und vom Spiel, dass ich irgendwann dachte, es wäre ein Verbrechen, keinen Darth Maul-Film mal mit ihm zu drehen. Und das war eigentlich ursprünglich war das ein viel kleineres Projekt, als wir angefangen haben. Und es ist einfach immer größer geworden. Ja, das ist unglaublich. Um jetzt mal die anderen mit ins Boot zu holen, wenn ihr jetzt, also um in den Film zu springen, wenn so eine Szene, ganz, also für die Filmliebhaber, die keine Ahnung haben von der Materie, wie man sowas praktisch umsetzt, was ist da so die einzelne Aufgabe von euch gewesen? Wenn wir jetzt so eine Action-Szene haben im Wald, wo ist das überhaupt gedreht worden? Das ist in der Eifel gewesen, nicht? Genau, hauptsächlich in der Eifel und ein Teil auch in der Brunsumer Heide, hier in Herlen, in der Nähe. Ja. Und wenn da so eine Action-Szene entsteht, was sind da so die einzelnen Schritte, die da vonstatten gehen? Was machst du, wenn du da bist? Kommandierst du herum und was sind eure Aufgaben? Das ist eigentlich so, da müsste Vidan was zu sagen, aber ich werde das mal übernehmen, gerade für Vidan. Also erstmal beginnt es natürlich mit dem Drehbuch, was ich geschrieben habe und ich habe eine gewisse Vorstellung gehabt, wie die Kämpfe ablaufen, wie sie anfangen, wie sie enden, dramaturgisch, wie es aufgebaut ist und so, wer wann stirbt und welche Veränderungen es gibt im Kampf und das wird dann mit Vidan zusammen besprochen
Und er entwickelt dann zusammen mit seinem Stunt-Team Team Bay eine Choreografie, also ohne die Schauspieler erstmal, nur die Choreografie mit anderen Leuten. Und in Absprache mit mir dann. Und dann entwickelt er die Einstellungen der Kamera auch direkt mit. Und am Set wird das dann meistens wirklich erst am Set mit den Darstellern geprobt, weil wir selten Zeit hatten, mal vorher zu proben mit den Darstellern. Und wird dann eben am Set geprobt mit den Schauspielern selbst und dann umgesetzt und gedreht. Ja, okay, dann bleibe ich ganz kurz doch noch bei dem Punkt, bevor ich zu euch komme, sorry. Dieser Kampfsport interessiert mich. Er ist selber Kampfsportler und hat dann die Leute trainiert oder hat die irgendwie gedrillt, haben die Erfahrung gehabt im Vorhinein oder wie läuft das ab? So muss er wochenlange Vorbereitung haben, damit die das so machen, wie das dann im Endeffekt auch ausgesehen hat. Genau, also zum Glück waren das alles erfahrene Kampfsportler, Kampfdarsteller und Stuntmen, die alle schon jahrelang Erfahrung hatten. Und wie dann selber ist auch nicht nur Action-Choreograf, sondern auch selber Action-Darsteller und Kampfsportler. Er hat zum Beispiel jetzt sogar letztens Anfang des Jahres 2 Monate lang mit Jackie Chan in London gedreht, einen neuen Kinofilm. Und genau, und deswegen konnten die Darsteller das ziemlich schnell lernen. Abgesehen von der Hauptdarstellerin Svenja Jung, die die Jedi-Schülerin gespielt hat. Die wurde dann gedoubelt, ne, in einem Endkampf. Ne? Sie wurde teilweise gedoubelt, ja. Aber den Großteil hat sie selbst gemacht. Sie hatte aber vorher noch gar keine Kampferfahrung gehabt. Okay. Man musste dann von Vidan auch in den Wochen davor viele, viele Tage trainiert werden. Ja, okay, dann steigen wir jetzt doch mal in so eine spezielle Szene ein, in irgendeine Szene, die so entsteht im während eines Kampfes, was sind eure einzelnen Aufgaben? Reich einfach mal weiter. Also was hast du jetzt, was ist deine Hauptaufgabe gewesen jetzt? Also die Hauptaufgabe war halt die Script Continuity. Das heißt, ich musste eigentlich während des kompletten Drehs mich so nah wie es geht bei Sean aufhalten und beim Kameramann und musste wirklich jedes einzelne Take komplett mitschreiben, was ist passiert, was war gut, was war schlecht, wurde die Szene jetzt abgebrochen, war irgendein Fehler im Bild oder was auch immer. Ich musste halt alles so gut es geht festhalten, habe mich da größtenteils auf die Worte vom Sean verlassen, aber es gibt auch gerade Szenen, wenn echt schnell auf schnell alles gehen muss, dann kann ich nicht drauf warten, bis Sean mir was sagt, sondern muss halt gut zuhören und alles so gut es geht aufschreiben, damit Sean später, er hat ja auch den Filmschnitt gemacht, damit er später im Schnitt nur anhand meiner Unterlagen den Film schneidet. Also, nehmen wir mal an, irgendeine Einstellung hatte 20 Takes, was durchaus passieren konnte. Dann konnte er halt ganz genau sehen, okay, ich muss mir nur Take 1, 5 und 7 nochmal angucken, alles andere war Crap, brauche ich erst gar nicht. Also so, damit die Übersichtlichkeit bestehen bleibt, damit genau, das nicht Übersicht ein Mann alleine stellen halt muss. Ja. Später in der Postproduktion wesentlich schneller geht. Nebenher habe ich halt noch die Filmklappe bedient, weil die wichtigsten Infos, die auf der Klappe stehen, müssen auch später dann im Script stehen. Ja. Und ja, ich war froh, mit dabei zu sein. Ich mache das alles nur hobbymäßig, ich habe ja einen anderen Hauptjob, aber bin immer froh, wenn ich nebenher ein bisschen Film mache. Ihr habt ja sowieso alle kein Geld damit verdient, wenn ich es richtig verstanden habe. Nein, dürfen wir auch gar nicht. Kein Cent, das ist ganz wichtig. Sonst kommt Disney und macht Stress. Ja, alles klar. Reichen wir einmal weiter. Wir hatten gerade eben kurz vorher schon gesprochen, du warst für die 3D-Modelle verantwortlich. Also unter anderem, ich bin noch recht spät dazugekommen, so Ende Herbst. Ja. Also Sean hat dann auf Facebook ausgeschrieben, also nach Leuten gesucht, die 3D können. Es waren einige Modelle schon verfügbar. Ja. Das heißt, du hast zum Beispiel jetzt in der Anfangssequenz, als dieses Raumschiff da den Planeten anfliegt, das ist dann von dir, kann man das so sagen? Was oder? Von mir war, waren die Lichtschwertgriffe, die halt herumfliegen oder zerschnitten werden. Und teilweise diese Kugeldrohnen. Ja. Die waren als Modell schon verfügbar und die waren schon animiert, aber nicht so gut animiert, dass sie halt glaubhaft wirkten. Aber die Lichtschwerter selbst jetzt nicht, das sind ja vorher Stöcker, dann bei dem, wenn man das so stumpf ausdrückt, während der Kämpfe und das hast du jetzt aber nicht gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Also die Licht, die Klingen, ja genau, also die Licht. Die Klingen nicht, die Griffe. Die Griffe, okay. Ja. Ganz kurz dazu. Ja, klar. Es gab zum Beispiel eine Stelle, wo ein Jedi, der mit der Maske ein zweites Schwert mit der Macht greift, in der Luft fängt und anzündet das zum Beispiel, da hat er das animiert. Er hatte quasi nur in die Luft gegriffen und so getan. Ja. Also er hat nur mit der Faust angedeutet, dass er ein Schwert in der Hand hat und ich musste halt im leeren 3D-Raum diese Bewegung nachmachen und das war schon recht problematisch, weil hat er funktioniert im Endeffekt. Ja. Also so großartig. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Nächste Mann, du. Ich muss noch ganz kurz was sagen, da bin ich auch ganz stolz drauf. Also mittlerweile läuft der Film halt deutschlandweit in bis zu 100 Kinos
Und ich weiß das ja selber, viele Studenten kommen nicht hier aus Aachen. Wenn ihr in eurer Heimat ein Cineplex-Kino habt, so wie hier in Aachen auch, dann fragt die einfach mal an. Die haben alle den Film zur Verfügung und spielen den auch sehr oft vor Sneak Previews und sehr wahrscheinlich Ende des Jahres vor Rogue One. Also sprecht einfach mal da die lokalen Kinos an. Die haben alle Zugriff auf den Film und umso mehr Leute dann nachfragen, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den auch zeigen. So, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Nee, das ist absolut sinnvoll. Also es macht ja auch deutlich viel mehr Spaß hier auf der Kinoleinwand. Ich habe den natürlich nur auf YouTube gesehen und jetzt nochmal hier richtig, ist ein ganz anderes Kaliber. So, du hast während der Dreharbeiten die Leute genervt, um zu wissen, was sie so gemacht haben. Ja, die Aufgabenstellung war, nimm bloß alles mit, was wichtig ist und geil ist, aber bloß nicht zu viel. Ich muss den Scheiß da durchgucken. Und das war gar nicht so einfach, weil man kaum Strom hatte. Ich war quasi an diese drei Akkus, wenn ich Glück hatte, drei gebunden und nur zwei Karten, 128 GB und die Full-HD-Sachen, die waren halt schnell voll. Und wenn dann mal was verpasst wurde, dann hieß es, oh, blödes Making-of. Aber ansonsten muss ich halt alle nerven. Also die Momente, die halt cool sind, sind die, wo Emotionen sind, wo was schief läuft, wo irgendwer Stress hat. Und genau da wollten die Leute natürlich alle nicht gefilmt werden, aber da musste ich dann halt durch. Das musste ich alles aufnehmen. Im Nachhinein freuen sie sich dann und sagen, oh geil, das hast du ja mitgenommen. Und, aber währenddessen ist man immer so der Blödmann, der im Weg steht. Ja, gut. In 20 Jahren ist es wertvoll. Dann der letzte Mann, Patrick, dich hatten wir schon mal zu Besuch mit deinem eigenen Film. Genau, mit Frau ohne Liebe und mit dem Gruppenprojekt Relapsed, genau. Genau, da hatten wir dich schon mal hier. Was hast du hier gemacht? Du hast nur zum Teil mitgearbeitet, wenn ich das eben gerade richtig verstanden habe. Also ich habe bei einigen Drehblöcken so ein bisschen die Vorbereitung begleitet, geholfen. Dadurch, dass es in Eifel stattfand, muss man natürlich Hotel organisieren. Man muss vieles schon organisieren, weil man möchte nicht eine halbe Stunde durch den Wald fahren und dann irgendwie ein Kabel, was man nicht dabei hat, irgendwie nochmal holen oder kaufen. Und dazu habe ich auch noch Setfotografie gemacht und ja, eine kleine spannende Anekdote, die sonst immer Yannick erzählt, der auch viel mitgeholfen hat, die kann ich mal erzählen. Und zwar beim letzten Drehblock war es so, wir haben in der Brunsumer Heide gedreht und da hatten wir ein paar Drohnenshots. Und naja, in der Nähe war eine UN-Base und alle hatten Sorgen, hoffentlich wird die nicht abgeschossen oder sowas. Und dann wurde immer gesagt, nicht zu hoch fliegen, nicht zu hoch fliegen. Ja. Dazu muss man sagen, es sind irgendwie im Halbstundentakt Helikopter um uns herum gekreist und wir wussten nicht, ob das irgendwelche Testflüge waren oder ob die wirklich darauf geachtet haben, ob die Drohne nicht zu hoch geht oder da waren viele, viele Helikopter. Ja. Also wir können uns jetzt hier noch stundenlang weiter unterhalten. Ich würde jetzt einmal dazu übergehen, jetzt Publikumsfragen anzunehmen. Hat jemand Fragen zu jemand Speziellem aus dem Team oder, ja, das war sehr schnell, bitteschön. Wer hat den Soundtrack gemacht und was ist der Hintergrund? Die Musik im Film stammt von Vincent Lee, ein freier Komponist, ein Kumpel von mir, den ich für außerordentlich talentiert halte. Der hat auch schon vorher kurz mit von uns vertont und ich weiß nicht, vielleicht kennen manche Julian Bam, mein Bruder, mit ihm arbeitet er immer oft zusammen und der hat den Soundtrack komponiert, komplett. Also wir wussten halt, wir dürfen keine Musik verwenden aus den Filmen. Deswegen war klar, es muss alles neu komponiert werden und da haben wir dann auch wirklich monatelang dran gesessen. Ja, deshalb musstet ihr auch alles selbst finanzieren, weil wegen den Rechten von Disney und so weiter. Das war alles hochproblematisch. Mhm. Weitere Fragen? Ach so. Und man kann sich den Soundtrack auch einzeln anhören bei ihm auf der Seite. Vincent Lee. Sehe ich weitere Fragen? Oben irgendwo? Niemand. Ja, bitte. Wie groß das Budget war? Also wir hatten kein wirkliches Budget, wir hatten keine Finanzierung oder Förderung, es ist alles aus eigener Tasche bezahlt worden, also 90% aus meiner Tasche und es sind über 25.000 Euro ausgegeben worden für den Film. Was aber mickrig ist im Vergleich zu einer richtigen Filmproduktion. Ich wollte sagen, bei so einer Visualität, das ist schon beeindruckend, mit so einem geringen Budget im Vergleich zu anderen Produktionen. Aber es hat schon wehgetan, ja. Ja, das ist, glaube ich, dir. bitte? Ob weitere Star Wars Kurzfilme geplant sind? Im Moment nicht, leider. Episode 10 dann, ne? Genau, also
Die Sache ist, wir haben fast 2 Jahre an dem Film gearbeitet und man kann auch sagen, fast 2 Jahre für den Film geblutet. Und nochmal so viel Geld und Zeit zu investieren, habe ich jetzt das erste Mal gerade nicht drin, leider. Aber mal sehen, wenn jemand dafür Geld investiert wird, dann auf jeden Fall. Also Disney, ich bin buchbar. Ja, das ist ein Applaus wert. Genau. Noch weitere Fragen? Ja. Also. Ah, okay. Also ja. Ich muss das kurz wiederholen, sonst ist das nicht eine Aufnahme. Also die Frage war, ob das auf Englisch, also ob das Absicht war, dass man es von vornherein auf Englisch gemacht hat, um eine höhere Internationalität zu erreichen und ob das funktioniert hat. Ja, absolut. Also es gibt eigentlich mehrere Gründe. Also ich bin so jemand, der guckt Filme und Serien immer im O-Ton, also immer auf Englisch. Und wenn ich schreibe, dann schreibe ich meistens auch direkt auf Englisch. Das habe ich einfach immer so gemacht. Aber auf der anderen Seite war das auch mit der Absicht, dass das natürlich international dann sich weiter verbreiten kann, weil gerade Star Wars ja weltweit sehr beliebt ist. Und es hat dann auch funktioniert wirklich. Also ich denke, weil man kann sich bei YouTube die Statistik angucken, wenn man also in seinem eigenen Kanal, und man sieht, dass 40% aller Klicks aus Amerika kommen und 18% aus Deutschland. Und daran sieht man auch, dass es sich wirklich gelohnt hat, den auf Englisch rauszubringen. Und die Darsteller sind alles keine englischsprachigen, also keine Muttersprachler gewesen, was Englisch betrifft, aber die haben es alle selber gesprochen, genau. Aber ihr habt das ja auch als Ziel erreicht, habt ihr auch prominente Unterstützer, einer wie Stan Lee hat das, glaube ich, geteilt. Was macht das mit einem, wenn man das... Also das schafft? Ist einer der krassesten Momente überhaupt, als Stan Lee den Film geteilt hat, auf Facebook halt, also zumindest seine Seite, also wahrscheinlich war es nicht selbst, aber trotzdem war es eine ziemlich große Ehre, einfach zu sehen, Stan Lee, blaues Häkchen und Best dann... Best Fan-Movie ever oder was ja, er geschrieben hat dann sowas geschrieben, genau. So, wow, das war wirklich eine Ehre, da waren wir wirklich sprachlos. Ja. Okay, wir haben jetzt eine letzte Frage noch, bitte. Hat Hollywood angefragt? Ja, das kann man so sagen. Also wir stehen jetzt gerade in Kontakt mit mehreren Talentagenturen aus Hollywood. Scheinbar auch ziemlich große und die sind sehr interessiert an uns. Und jetzt sind wir einfach gerade in Gesprächen und überlegen gerade, wann wir mal rüberfliegen nach L.A., um die kennenzulernen. Vielen Dank. Damit würde ich jetzt schließen wollen. Eine allerletzte Frage habe ich noch an dich. Wir gucken uns jetzt Star Wars The Force Awakens an. Von Kritikern wurde der irgendwie gespalten aufgenommen. Die einen versinken in Nostalgie und finden das total super, dass es genauso ist wie die Originaltrilogie. Andere sagen, es ist die gleiche Story wie früher. Nur ein lauer Aufguss. Hat es dir gefallen? Spoilerfreier Eindruck, bitte. Okay, spoilerfrei. Wir gucken den jetzt. Ja, ich teile irgendwie da beide Meinungen. Also ich hatte großen Spaß an vielem am Film, aber ich bin gleichzeitig auch ein bisschen enttäuscht gewesen, dass so viel wiederholt wurde und so wenig Neues dazugegeben wurde. Ich denke mal, das war aber auch quasi der sichere Weg, den man jetzt gegangen ist. Und in den nächsten Filmen wird das bestimmt deutlich origineller und spannender werden. Alles klar. Dann freuen wir uns jetzt auf den Hauptfilm. Ich freue mich, dass ihr da wart, dass ihr da seid und mit uns den Film anschaut. Ja, ich bedanke mich. Ja. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön. So. Ja, ihr könnt einfach wieder Plätze runtergehen. Dankeschön. So. Und damit bleibt mir auch nur noch übrig, euch viel Spaß bei unserem Hauptfilm The Force Awakens zu wünschen und lebt lange und in Frieden.